Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles X. Und in diesem Part werden wir mal wieder ein paar Missionchen machen, wie es unser neuester Freund sagen würde. Jirden, oder wie hieß er nochmal? Jirden? Mit Y. Das ist ganz kompliziert zu schreiben und auszusprechen, aber I don't know. Jetzt unser nächster neuer Best Buddy und so, ne? Bandelt uns erst wie ein Stück Scheiße und ist dann unser bester Kumpel. Ah, läuft. Und ich würde mal eines von den Missionen hier machen, die hier mit einem roten Fragezeichen gekennzeichnet sind, weil die sind immer recht interessant. Und ja, ziehen wir uns mal rein, das gute Stück hier. Was ist da eigentlich los? Halt, stopp! Ich glaube, kennen wir die beiden nicht? Das sind doch die, das ist doch die eine Blade und ihre Freundin vom Dings. Oder ist das jemand anderes? Die sehen aber echt so aus wie die beiden. Hey, wie erst vor zwei Folgen. Heine, zack. Habt ihr eine Zwillingsschwester? Also jeweils? Okay, also die haben ein Problem, nämlich wollen sie Mode auch für Männer interessant machen. Und ja klar, Individualität, ich unterstütze das ja gerne. Bin ja gerade bei Elzoth. Ich ja derjenige, der für Individualität steht. Ne? Jeder Charakter hat verschiedene Sets und darf sich saisonmäßig einkleiden. Von dem her sehe ich das für Xenoblade genauso. Also klar. Ja, genau, ich wollte ja fragen, hier die Männernmaße einfach preisgeben, ich als Mann vor allen Dingen. Wir sind halt kleinkariert wie Menschen, also stimmt schon so. Okay, wenn es so für die Revolution der Modeszene ist, natürlich helfen wir dabei. Außerdem kriegen wir ein paar Klamotten dabei. Wow, Hightech-Badetop, Hightech-Badeband, wow. Okay, ja, nehmen wir mal an, ne, und schauen uns einfach mal ein bisschen um und fragen mal die lieben Leute. Ah, das sind auch noch Freundinnen. Ach, okay, ja, dann ist ja überhaupt kein Problem. Okay. Und wir haben oben rechts die Position von den dreien. Okay, jetzt ist halt die Frage, sind die jetzt alle hier in dem Bezirk? Auf jeden Fall einen davon schon mal. Da gehen wir mal hin. Und da ist ja schon die erste, die Viverta. Die wir direkt mal fragen können. Hallöchen! Schön, dich kennenzulernen. Warte, ich würde gern woanders stehen. Ah, oh Gott! Bleib weg! Ich bin im Spotlight. So, hier. Hallöchen! Ich hätte gerne deine Maße. Okay, dass sie so bereit sind, einfach mal geschwind ihre Maße rauszubringen. Das ist. Halt, stopp. Männer tragen keine Unterwäsche. Männer tragen keine Unterwäsche, Leute. Oh mein Gott. Okay, Kinder. Okay, so viel zu dem Thema. So können wir uns kulturell gleich mal ein bisschen erweitern, ne? Dass die Männer hier keine Unterwäsche tragen. Ich wollte schon sagen Kleidung, aber stimmt ja so nicht. Und eigentlich im Wohnviertel wäre die nächste. Das Problem ist aber, jetzt gucke ich auf der Karte, ne? Weil ich... Okay. Halt, stopp. Sieht aber jetzt nicht aus, als wäre das da... Das wäre eher auf dem Manon-Schiff. Es ist auf dem Manon-Schiff. Sieht aber auf der Minikarte erstmal so aus, als wäre das irgendwo im Meer. Habe ich schon gefragt. So, kann irgendwie nicht sein. Irgendwo hier unten soll es sein. Ach, da ist ja die nächste. Vipon. Oder Vipon. Keine Ahnung, wie spricht man die denn aus? Hallo! Hallo! Ja, wir hätten gerne deine Maße. Ach, das ist die Mutter. Ah, okay.
Aber auch unter den Männern, ne? Wenn man sich so zwischendurch mal ein bisschen anschaut, so vom Gesicht her und alles, die sind schon unterschiedlich, ne? Ich will ja jetzt nicht klingen wie, ne, wie ein ehemaliger Rassist oder sowas, aber man merkt schon, wenn man jetzt hier die Männer mal so ein bisschen kennenlernt, wenn man verschiedene Männer kennenlernt, dass die schon alle ihre eigenen Züge haben, ne? Und komischerweise Männer ziemlich bereitwillig ihre Maße einfach veröffentlichen, also ihr, ne? Da fragt, da kommt ein Kerl her, so wie ich, und fragt einfach mal nach deinen Maßen, ne? Ist zwar nicht creepy genug, aber na gut. So, dann haben wir jetzt die Alice, die auf ihre eigene Weise speziell ist. Die erfragen wir natürlich auch gleich direkt. Unterwäsche, ja, ja, super. Super, sagt du. Warum ist... Ich habe so viele Fragen. Warum ist eine so technisch hochentwickelte Spezies wie die Manon nicht in der Lage, Unterwäsche zu entwerfen? Oder haben sie sich davon schon abgeschworen oder? Wir sind ja angeblich intelligenter als wir. Was ist da los? Versteh's nicht? Okay. Sagen wir mal Bescheid, ne? Wir haben hier die Maße von 3 Männern genommen. Ja. Ja, jetzt haben wir den einige. Ja, einige Informationen entlocken können und geben den Leder, damit sie gleich mal hier dran arbeiten können. Aber ledrige Unterwäsche? Naja, gut. Ja, meine Unterwäsche sitzt ein bisschen locker. Halt, stopp, haben wir sie jetzt dabei beobachtet, wie sie die Unterwäsche auszieht? This is some hentai edgy shit going on. Also, wow. Ach nee, jetzt dürfen wir auch noch bei der Produktion von einem Manon-Parfüm arbeiten, mithelfen oder was? Okay. Und der hat direkt diesen Auftrag natürlich für uns. Na gut. Oh, das ist ja grau, mit dem frischen, süß, würzigen Duft. Okay. Okay, dann würde ich lieber dieses kleine, fein, süß-würzige Ding nehmen. Ja, das ist richtig gut. Kann man lassen. Also ich würde es jetzt nicht mit irgendwas Erregendem versuchen, sondern vielleicht etwas Dezenterem. Ne? Es ist ja Parfüm, ne? Wir reden hier von Parfüm, nicht hier von Durex-Produkt und so. Ne? So, und dann haben wir wieder unsere gute Sache... Okay, die beiden sind einfach verschwunden. Dann haben wir mal wieder unsere gute Sache an der Mode getan und so. Und das sieht so komisch aus. Einfach hier ein fett hingeflanschter Skell. Ja, den packe ich mal wieder ein bisschen um. Na, das geht so nicht. So, hier mal wenigstens. Ich tue dem jetzt die Einfahrt versperren. Ah, ne, ist keine Einfahrt. Okay, passt. So, einfach mal mein Viech hier geparkt. Entschuldigung. So. Woo. Ah, da gibt es jetzt was Weiteres. Ah, die haben wir schon früher gesehen. Und die einen Unfall gebaut oder so? Ja, was geht denn hier eigentlich? Alles klar bei euch? Haken für Blick. Okay, das hört sich an, als wären das irgendwelche Raufbolde. Ich glaube, der Kerl braucht Hilfe.
Okay, der ist dermaßen cool, ne, dass ihm dieses ganze Gelaber von wegen hier Delinquents und sowas voll total abturnt. Also wenn ihr nicht echte Bösewichte seid, also wirklich Leute, die wirklich Probleme machen, dann geht mir aus den Augen. So ein bisschen in der Richtung. Einfach mal zugucken, so, was passiert da noch so? Ne, wir treten jetzt als Helden auf, so. Bam, glanzvoll auftreten. Hallöchen. Hallo, Bitches. Ich bin doch nur zu denen hingetreten. Hä? Sag bloß, der hat geblufft. Hi. Ah, servus, Houston. Oder Justin? Keine Ahnung. Ich bin der Zellos! Ja, natürlich ein paar Ersatzteile für dein Auto wären jetzt natürlich ganz schick, ne? Ja. Ja, dann nehmen wir die Mission an. Und ja, die Frage ist halt nur, wo kriegen wir besagte Ersatzteile her? Ja, natürlich, wir sind absolute Helden hier. Schau dich uns an, hey. Wir haben eine grüne Rüstung. Wir haben eine Narbe, ja. Und ein bisschen süßes Gesicht. Okay. Ein paar Kühlkörper. Na gut, die Frage ist halt nur, wo kriegen wir die her? Achso, durch herumlaufen und finden. Okay. Also, ich glaube, ich nehme einiges vorweg, ne? Aber hier, das können wir gleich mal aufmachen. Hm, Badetop. Nice. Ja, also wir sind schon wieder zurück. Wir waren ganze 10 Sekunden weg. Und haben schon die Ersatzteile für dich, ne? Weil wir sind halt die allerbesten, ne? Wir sind Perfekten und so. Okay. Der hat einen Hang zum ziemlich drastischen. Ja, du übertreibst jetzt was, Junge. Nein, man braucht keinen speziellen Grund. Einfach, weil man was Gutes tun will, ne? Das reicht doch schon. Okay. Ich glaube, wir haben unseren nächsten Stalker-Fan gefunden. Ja, danke für das Lob, aber denk auch noch an deine Ersatzteile, ja? So, hier, bitteschön. Wuhu! Und wir kriegen lustige Items. Ah, wieder Kleidungsstück, ne? Sakuraba Alltag. Hm, sweet. Ich glaube, wir sind eher ein bisschen schüchtern. Wir sind eher so dieser Held, so, ja, ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe. Und dann in dem richtigen Moment werden wir immer kommen und wir sind dann zur Stelle und wir werden die Welt beschützen. Vor dem Bösen. Ja, so werden wir das tun. Ich bin der Held, den NLA verdient. Ich bin die Nacht. Oh Mann, ey. Ich glaube, da haben wir einen neuen Stalker gefunden. Und sein Auto ist verschwunden. Und er auch. Naja, interessant. Wir haben viele interessante Sachen jetzt bekommen. Darunter auch Kleidungsstücke und alles mit. Wow, nice.
Frage ist, gibt es hier in dem Bereich, in der Gegend, gibt es hier noch irgendwas Wissenswertes? Hier zum Beispiel den Jim, den können wir mal ansprechen. Hey Jim, was geht ab? Yes. Yo, was geht ab, Jim? Oh, schön. Einigermaßen hier ruhig, wie es sich anhört. Schön. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen um. Wie gesagt, also ich meine, die Gegend hier, die, da gab es öfters irgendwelche Aufträge. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier tatsächlich schon durch sind. Würde mich ein bisschen wundern. Ich orientiere mich übrigens an der Radarkarte, an der Minikarte oben rechts. Mal sehen, ob das vielleicht nicht doch irgendwas gibt, noch zu tun gibt hier. Ja, die Frage ist halt nur, ob es wirklich noch was zu tun gibt. Wir haben einen Haufen Leute, einen Haufen NPCs, die wir hier anspatzen können, aber die haben jetzt nicht unbedingt, ja. Ah, das ist die Chefin von dieser Dorothy, die wir verkuppelt haben. Mit dem einen, das ist ja, Shingo, ne? An den erinnern wir uns auch ganz dunkel. Oh, das ist schön. Die sind ja richtig zusammen jetzt inzwischen. Das ist ja... Oh Gott, das ist ja so süß. Der Typ sieht cool aus. Nicht du da. Ja, geh mal aus dem Weg. Der sieht cool aus, Alter. Ich glaube, den verfolgen wir mal ein bisschen. Der hat die coolen Haare. Er hat zwar ein komisches Gesicht, ja. Hey, der ist schneller als ich. Oh, Entschuldigung. Soll ich jetzt nicht unbedingt dich anrempeln, aber ey. Du siehst schnittig aus. Wie machst du deine Haare? Ich hab immer so kurze Haare. Ich krieg das nicht länger. Das ist traurig. Ich glaube, die necken gerade diesen Männern, ne? Eigentlich sollten wir einschreiten, aber ich weiß nicht, was wir zu tun haben. What? Auf jeden Fall ganz komische Gesellen. Ganz schön viele Raufbolde vor allen Dingen unterwegs. Ansonsten sieht es so aus, als hätten wir eigentlich hier in der Gegend getan, was wir so tun sollten. Also gibt es nichts mehr für uns zu tun hier. Waren wir etwa dermaßen fleißig? Kann das sein? Übrigens, das finde ich toll, ganz toll, wie das aussieht. HPG. Echt stylisch, dieses Logo. Kann mir das jemand mal als Logo machen, vorbereiten? Ich mache das gerne auf mein Auto drauf. Das wäre toll, so als Klebfolie oder als, ne? Oder ein Lackierer, der für mit ohne Geld schaffen will, ne? Das hier einfach nur wegen guten Willen tut und so vielleicht extra für mich sprayen, vielleicht. Ne, echt schönes Logo. Huch, da haben wir ja noch was im Industriegebiet. Aha, ein Manon braucht unsere Hilfe. Schreiten wir zur Tat. Hallo, ich möchte dich sprechen. Hallöchen. Oh, was ist das für eine komische Maske, Alter? Was ist da los mit deinem Gesicht? Achso, das ist ein Helm oder irgendwie sowas. Okay, also der beklagt sich, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute ihre Sachen kaputt machen und er dann verpflichtet ist, die zu reparieren. Ich kann dir nachfühlen, ja. Als ITler ist das Alltag. Ja, Entschuldigung, dass andere Leute ihre Sachen kaputt machen, aber wir sind diejenigen, die das immer gut behandeln, ja? Also hier, ja, seid mal ein bisschen nett zu mir. Bitte. Also ich bin so eigentlich eher der Gebrauchsgegenstände gerne wieder verwertet, ne? Ja, ich glaube auch, dass ich eine Ausnahme bin, ich ein bisschen besonders. In Anführungszeichen besonders. Okay. Ja,
Ne, wir bieten dem sogar an, wir besorgen ihm die Materialien. Ja, natürlich helfen wir dir. So ganz easy. Also, ich weiß zwar nicht, um was es genau geht, aber schauen wir mal. Vielleicht können wir das sogar, vielleicht haben wir das schon sogar besorgt für dich. Wir haben ja so viele Sachen gefunden. Ah, einiges haben wir sogar gefunden. Aber hier dieses Deluxe-Sicherungen, die haben wir zum Beispiel noch gar nicht gefunden. Ich glaube, das machen wir dann auch im nächsten Part von Xenoblade Chronicles X. Und suchen dann noch so eine Deluxe-Sicherung für unseren lieben neuen Manon-Freund, der auch ein bisschen zum Jammern neigt. Also ein typisch deutscher Manon irgendwie. Und ja, sind uns dann im nächsten Part wieder von Xenoblade Chronicles X, machen uns dann auf die Suche nach der Sicherung und ja, mal sehen, was uns sonst noch so, was sonst noch alles passieren wird. Auf jeden Fall, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.